Hallo, ich bin der Christopher und ich bin heute gemeinsam mit der Wiener Umweltanwaltschaft auf der Spur von, richtig, Schmetterlingsraupen. Im Besonderen will ich euch heute ein paar wichtige Raupenfutterpflanzen vorstellen, die in keinem Naturgarten fehlen sollten. Schmetterlingsraupen sind nämlich richtige Gourmets und fressen oft nur eine einzige Pflanzenart. Ah, genau die Pflanze habe ich gesehen. Die kennt ihr sicher alle, die Brennnessel. Leider immer noch als Unkraut verpönt, ist sie eine wichtige Raupenfutterpflanze für einige unserer schönsten Tagfalterarten. Hier lässt es sich zum Beispiel die Raupe des Admirals gerade richtig schmecken. Auch eher unscheinbare Sträucher können wichtige Raupenfutterpflanzen sein. So wie dieser hier, die Kirschpflaume. Von ihren Blättern ernähren sich die bis zu 10 cm langen Raupen des Wiener Nachtfernauges. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine der wichtigsten Raupenfutterpflanzen überhaupt zeigen. Das Gras. Die Raupen des Schachbrettfalters, des großen Ochsenauges und des braunen Dickkopffalters und viele weitere Arten ernähren sich ausschließlich davon. Wichtig dabei ist aber, dass die Wiese erst frühestens im Spätsommer gemäht wird, da die Raupen sonst bei der Maat sterben würden. Wenn ihr noch mehr über Raupenfutterpflanzen erfahren wollt und wissen möchtet, wie man die Raupen, die Kinder der wunderschönen Schmetterlinge, fördern kann, dann schaut einfach mal auf die Homepage der Wiener Umweltanwaltschaft. Dort findet ihr auch weitere interessante Videos aus der Reihe Geheimnisse der Wiener Stadtnatur verlinkt. Bis zum nächsten Mal!